Stellen Sie eine Formel auf, mit der der Steigungswinkel phi des Graphen der Funktion f im Punkt P2 mit den Koordinaten c und b bestimmt werden kann. Den Steigungswinkel möchte ich ganz kurz in einem Beispiel veranschaulichen. Und zwar hat man eine lineare Funktion, so lässt sich dieser Steigungswinkel phi sehr leicht in diesem rechtwinkeligen Dreieck ausdrücken. Es gilt nämlich, Tangens phi ist nichts anderes als Gegenkathete durch Ankathete k durch 1 oder k. Das heißt, phi ist dann Arcus Tangens von k. Nun haben wir es hier nicht mit einer linearen Funktion zu tun, sondern mit einer Polynomfunktion, und das k ist also die Steigung der Tangente. Die Steigung der Tangente in diesem Punkt P2 ist aber nichts anderes als die erste Ableitung an der Stelle dieses Punktes P2. Das heißt, wir müssen lediglich dieses k hier ersetzen durch f' an der Stelle des Punktes P2, und wir haben letztlich die Formel: phi ist gleich Arcus Tangens von f' an der Stelle C.